Also ein perfekt gestylter Coffee Table sieht im Grunde genommen so aus, dass ich immer wieder was Neues zu entdecken habe, was es einfach spannend macht. Hallo und willkommen zur Stilschule mit Tim Lavender. Ich bin eigentlich Modedesigner und habe die vergangenen 4 Jahre für Missoni als Creative Consultant in Italien gearbeitet. In dieser Folge könnt ihr erwarten, wie man verschiedene Coffee Table Stylings umsetzt mit mir zusammen. Und ich würde euch am Ende dann 3 verschiedene Settings hier bei uns zu Hause zeigen, wie ich es persönlich machen würde. Also ich glaube, mein eigener Stil ist so eine wilde Mischung einmal durch ganz Europa, also angefangen von italienischen Einflüssen, die sehr, sehr stark bei uns in der Wohnung sind. Dann haben wir aber auch viele französische Einflüsse bis hin zu etwas cleaneren skandinavischen Einflüssen und bin da totaler Fan von, das so ein bisschen unkonventionell einfach durcheinander zu schmeißen. Der Coffee Table an sich kommt ja aus dem Englischen sozusagen. Wir nennen das ganz simpel Couchtisch hier in Deutschland und da gibt es natürlich verschiedene Arten und Weisen, wie man den stylen kann. Also wenn man an das Wort Coffee Table denkt, dann denkt man natürlich als allererstes mal an einen Couchtisch, also etwas, was tiefer liegt, sag ich mal. Aber auch Side Table sind natürlich im Grunde genommen ähnlich wie Coffee Table zu behandeln. Ne? Auch die stylt man, auch da kann man toll Bücher in Szene setzen und andere Objekte oder Sachen, die einem am Herzen liegen. Also es gibt natürlich super viele verschiedene Tische. Wenn wir an all die tollen Designer denken, die uns diese Tische entwerfen, da kann man ja aus allem quasi schöpfen. Meistens ist es natürlich materialabhängig und wenn wir dann weg von den Materialien sind und hin zur Form kommen, da gibt es natürlich auch alles von rund bis oval, rechteckig, quadratisch. Also eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Aber ich glaube, so der wichtigste Trend, der sich jetzt gerade abzeichnet, sind ja generell organische Formen und Silhouetten. Und ich finde es eigentlich gerade auch super spannend, das zeigen wir euch dann auch im 3. Styling, mit einem organischen Tisch quasi zu arbeiten. Die erste Frage, die man sich stellen muss, wenn man ein Coffee Table sich neu anschafft, also das Fundament quasi für Styling, dann sollte man sich als allererstes mal überlegen, was man denn schon im Raum hat. Und da muss man sich natürlich fragen, was soll der Coffee Table eigentlich für einen Zweck haben? Soll der zum einen einfach dekorativ sein? Soll der auch irgendwie Platz zum Essen bieten oder etwas, wo man seine Getränke abstellen kann, wenn man Gäste hat und auf der Couch irgendwie rumchillt? Steht der vielleicht vorm Fernseher und ist da eigentlich eher länglich und dekorativ? Meine persönliche Checkliste beim Coffee Table ist zum einen, wofür brauche ich den Coffee Table? Also was ist der Sinn und Zweck? Ist es eine Einladung oder ist es einfach nur, dass er aussieht. Dann finde ich es ganz wichtig, dass man sich über die Bepflanzung Gedanken macht, also was für Blumen oder ist es vielleicht doch eine Tischpflanze. Dann natürlich die Bücher, ist ja klar. Die Bücher sind natürlich dadurch ganz essentiell, erstens weil sie hübsch aussehen und irgendwie direkt natürlich verschiedene Haptiken mitbringen, dadurch, dass sie verschiedene Oberflächen haben beim Einband sozusagen. Und sie sind natürlich auch für jedes Gespräch ein super guter Aufhänger, weil man halt dann eventuell vielleicht über das eine besondere Kunstbuch sprechen kann oder das eine Fotografiebuch. Dann finde ich es immer schön, weil mir das auch selber am Herzen liegt, dass es ein bisschen was zum Naschen gibt, also wie sind die Sweets, die auf dem Tisch irgendwie landen. Und das Letzte, was ich irgendwie noch total wichtig finde, ist so, wie gestalte ich das Licht, sei es über Kerzen oder über Cordless Lamps. Und das i-Tüpfelchen ist natürlich der besondere Gegenstand, der dann auf dem Coffee Table landet. Bei mir ist es gerade aktuell so ein handbemalter Teller von Luke Edward Hall, so ein Künstler, den ich sehr, sehr toll finde. Ich glaube, wenn man anfängt, so die Sachen zusammenzusammeln für den Coffee Table, ist es halt einfach super wichtig, dass man sich super breit aufstellt. Also man kann zum einen bei Vintage-Shops gucken, wie Pomono oder bei Etsy, die ganz viele tolle Händler haben, wo man irgendwie nach solchen Sachen stöbern kann, die irgendwie besonders sind. Dann gibt es natürlich ganz, ganz viele tolle Buchhandlungen, in denen man schauen kann, die sich natürlich auch darauf spezialisiert haben, zum Teil irgendwie schöne Bildbände anzubieten. Concept Stores sind ganz toll, wenn ich da jetzt zum Beispiel an The Store im Soho-Haus bei uns hier in Berlin denke, die haben eine super tolle Auswahl an ganz, ganz wunderschönen Coffee Table Books. Und dann geht es natürlich auch einfach darum, die Augen aufzuhalten, wenn du selber unterwegs bist. Wenn man dann quasi anfängt mit dem ganzen Styling, ist es immer ganz schön, wenn man so auf 3 Gestaltungsprinzipien zurückgreifen kann. Ich persönlich mag ja total gerne, wenn es so zickzackmäßig ist, ne? Also wenn man verschiedene Höhen wie so ein Zickzack arrangiert oder ganz klassisch im goldenen Schnitt arbeiten. Beim goldenen Schnitt ist es ja quasi so, dass man die Fläche, die man hat, in 3 Teile aufteilt und dann ist 2:1 und auf dieser Linie, die sich dann ergibt zwischen dem zweiten und dem einen Teil. Auf dieser Linie kann man dann die Sachen ganz gut arrangieren und hat dann damit automatisch so eine gute Aufteilung des Tisches. Und jetzt genug von der Theorie, jetzt schauen wir uns mal an, wie man das Ganze in der Praxis dann auch wirklich umsetzt.
Change of Leaves. Beim ersten Szenario geht es vor allen Dingen um den Raum. Wie ihr seht, gibt es einen grünen Teppich, der sehr, sehr besonders ist, der weiterhin auch sichtbar bleiben sollte. Deswegen steht da ein Glastisch drauf, durch den man durchgucken kann. Und der Glastisch ist ja auch sehr, sehr groß. Das heißt, es gibt eine große Fläche, die man bespielen kann. Und das Ganze wird sehr, sehr opulent dadurch. Deswegen gibt es diese großen Blumen in der großen Vase. Mein persönliches besonderes Teil, was auf dem Tisch gelandet ist, ist dieser kleine Messingvogel auf dem Marmorsockel, den ich aus Italien mitgebracht habe. Und der mir ganz besonders am Herzen liegt, weil der auch so ein bisschen schwingt, wenn man ihn anstupst. Und ja, man hat halt einfach sehr, sehr viel Platz für die ganzen verschiedenen Bücher, die man arrangieren kann. Ich habe mich für Glaskerzenständer entschieden, weil die nochmal so das Glas von dem Tisch aufgreifen und auch ein bisschen Grün in sich drin haben und so das vom Teppich nochmal widerspiegeln. Und die Blumen sind eher so gewählt, dass sie sehr opulent und sehr ausladend auf diesem großen Tisch sind, aber trotzdem durch das Grün und durch das leichte Rosé nochmal so eine andere Farbigkeit da reinbringen. One Night in Casablanca. Bei dem zweiten Setting ist der Tisch und der Untergrund, diese Tuareg-Matte, eher so ein bisschen neutraler, dass man sich auf das fokussieren kann, was auf dem Tisch passiert, nämlich dieser wunderschöne Teller mit diesem Pan-Gemälde, was da drauf ist, dann die Leuchte, die portable ist und wo man sich das Licht quasi mit auf den Tisch holen kann und dann aber natürlich auch wieder Bücher. So, und da ist der Fokus so ein bisschen eher auf dem, was auf dem Tisch passiert, als auf dem Tisch selbst, sag ich mal so. Und wenn Gäste kommen, kann man zum Beispiel einfach einen dieser Stapel wegnehmen und das dafür mit einem Tablett mit Gläsern und einer Flasche Wein oder so austauschen. Die Banane, gebettet in Cantuccini. Und bei dem letzten Setting, was wir hier stylen, da geht es nun wirklich um den Tisch. Der Tisch steht im Fokus, der hat eine ganz besondere Form. Es ist ein ganz, ganz besonderer Tisch, der ist aus handgehämmertem Messing. Und da soll natürlich auch der komplette Fokus drauf sein, weswegen das Styling auf dem Tisch selbst dann eher ein bisschen reduzierter ist. Auch hier haben wir natürlich ein paar Kerzenleuchter, aber es ist an sich viel, viel reduzierter wie bei den anderen Tischen. Und bei dem Tisch ist es dann so, wenn da Gäste kommen, ist es eher so ein Tisch, wo man so drumrum steht und sein Glas dann in der Hand behält. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und ein bisschen Anleitung geben dafür, wie man vielleicht so ein Coffee Table geschickt angehen kann. Und jetzt hoffe ich, dass ihr ganz, ganz viel Lust habt, das selber zu Hause auszuprobieren und verschiedene Dinge irgendwie einfach mal zu machen und zu tun, um zu sehen, was für euch persönlich funktioniert. Und ich bin ganz gespannt, was ihr für tolle Szenarien da bei euch zu Hause kreieren werdet. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich habe irgendwas ganz Grundlegendes vergessen oder was euch besonders zum Beispiel richtig inspiriert oder was für euch auf gar keinen Fall auf dem Tisch fehlen dürfte, dann würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr unten einfach kommentieren würdet vielleicht, was es für euch noch so ausmacht und wir da vielleicht nochmal ins Gespräch kommen. Das war's von meiner Seite. Ihr könnt natürlich noch die ganzen anderen tollen, inspirierenden Videos von der Stilschule sehen. Alles Liebe!